Willkommen bei Familie Rock TV. Familie rockt, das ist eine Zeitung, außerdem ein Elternblogportal und seit kurzem auch eine Fernsehshow. Zu Gast bei uns ist heute der super sympathische Reinhard Novak, Schauspieler und Kabarettist. Ihm haben wir ein sehr spezielles Geständnis entlockt und gefragt, wie sein Verhältnis zu seiner Mutter ist. Mein heutiger Sidekick ist jetzt da, Kashia. Ja. Du bist Bloggerin auf familierockt.com und gehörst eher zu den jüngeren urbanen Bloggerinnen. Das sieht man dir auch an, das ist ein Piercing. Wieso bloggst du überhaupt gerne? Ich weiß nicht, ich schreibe einfach gern so über Sachen, die ich erlebe. es hat eigentlich gar keinen richtigen Grund. Es ist einfach, ja, schön. Das Feedback, das man dann bekommt, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist. Das Negative irritiert dich nicht von jemandem? Nein, überhaupt nicht. Nein. Also ich bin mir meiner Sache so sicher, dass ich auch mit negativer Kritik umgehen kann. Und ja. Und würdest du sagen, dass man heutzutage als Mutter mit Tattoos oder Piercings immer noch auffällt? Teilweise. Es ist unterschiedlich. Also manche, die sind total entsetzt, so, oh mein Gott, wie kann man das tun? Manche finden das auch total toll. Mir ist nur aufgefallen, dass mein Freund, der hat ganz groß gedehnte Ohren, also auf 40 mm und auch Piercings und das da unten auch gedehnt und so, der wird total, also der hat nur positive, wie sagt man? Rückmeldung, Response, genau, ja. Aber ich glaube, das liegt generell daran, dass Väter mit Kindern, also Väter ist jetzt nicht der richtige Vater, aber das wissen die Leute nicht, viel positiver wahrgenommen werden als Mütter. Also wenn sie flippig ausschauen, dann ist das cool und bei Müttern kommt plötzlich so ein bisschen ein Verdacht auf, dass du keine gute Mutter bist. Ja, genau, so kommt mir das vor. Also auch wenn wir jetzt zu dritt unterwegs sind, dann lächeln uns die Leute immer an und so, oh, du toll und hin und her. Ja. Wenn ich aber alleine mit ihr unterwegs bin, dann kommt es schon oft, also oft nicht, aber ab und zu vor, dass negative Meldungen kommen. Na gut, dann gehen wir jetzt noch zum Kemal rüber. Das ist unser Sandwich-Kreateur und der wird uns heute wieder ein leckeres Sandwich machen und auch zeigen, wie das geht. Und das essen wir dann am Schluss. Was gibt's denn heute, Kemal? Ja, Patrice, heute gibt's was Großartiges. Wie ihr wisst, ich liebe Sandwiches. Man nimmt zwei Scheiben Brot, knallt etwas dazwischen und eigentlich ist es dann auch schon wieder erledigt. Generell gilt, wie immer beim Kochen, erlaubt ist, was gefällt. Irgendwie immer nur ganz langweilig ein Rezept nachkochen kann irgendwie überhaupt nichts. Außer es handelt sich um meine Rezepte, die sind natürlich großartig. So wie das heutige, ein Koriander-Limetten-Chili-Huhn mit gerösteten Zwiebeln und Senf. Ich ahne schon, dass der eine oder andere vielleicht bei Koriander ein bisschen den Mund verziehen wird. Ich kann euch garantieren, wenn ihr dieses Huhn ausprobiert, werdet ihr eure Meinung ändern. Schauen wir einfach mal, was wir dafür benötigen. Als erstes natürlich das Huhn. Ich habe hier ganz normales Hühnerfilet verwendet. Dieses habe ich bereits mariniert und danach in der Pfanne gebraten. Das Ganze funktioniert so. Ihr wascht das Hühnerfilet und könnt es danach trocken tupfen und legt es mal auf die Seite. Der nächste Schritt wäre dann die Marinade. Die Marinade wird folgendermaßen gemacht. Ihr nehmt frischen Koriander und hackt ihn fein. Danach nehmt ihr den Saft von einer ganzen Limette, Knoblauchzehen, je nachdem wie viel ihr wollt und vertragt. Und Chili. Ob das Chili-Flocken sind, Chili aus der Mühle oder frischer Chili, den ihr fein hackt, ist in Wirklichkeit egal. Wichtig ist, dass ein bisschen Chili drinnen ist für die Schärfe. Die Marinade wird in der Schüssel verrührt mit etwas Salz und Pfeffer und kommt dann gleichzeitig mit dem Hühnerfleisch in so einen Jausensackerl. Alles hineingeben, das Ganze gut verschließen und dann ordentlich schütteln, damit das Fleisch wirklich mit der kompletten Marinade bedeckt wird. Und danach kommt das Ganze in den Kühlschrank für optimalerweise über Nacht. Wenn es aber schnell gehen muss, macht es auch nichts, wenn das Ganze nur ein oder zwei Stunden dauert. Um ein Sandwich zu machen, benötigen wir natürlich auch Brot. Hier erneut die Bitte bzw. der Aufruf, kein normales Toastbrot zu verwenden. Wir machen ja kein Schinken-Käse-Toast, sondern ein Sandwich. Geht also zum Bäcker eures Vertrauens und besorgt euch Weckerl, Weißbrot, Frisches, was auch immer euch ankitzelt gerade. So, danach benötigen wir für dieses Sandwich noch die Zwiebeln. Was ich getan habe, ist, ich habe einfach eine Zwiebel geschält, habe sie in Streifen geschnitten und habe sie in einem Topf mit etwas Öl langsam bei mittlerer Hitze weich werden lassen. Der Vorteil davon ist, die Zwiebeln schmecken großartig süß, also sie bekommen eine Süße, wenn man sie schön langsam dünstet. Am Ende dann einfach auskühlen lassen und das überschüssige Fett abschütten. Ja, dann haben wir im Grunde eigentlich auch schon fast alles, was wir benötigen. Wir haben unser Brot, wir haben unser Hühnerfilet, wir haben unsere Zwiebeln.
Das Einzige, was jetzt noch fehlt, wäre Senf. Senf passt ganz toll zu dieser Sache. Ich verwende hier ganz normalen klassischen Estragon-Senf. Ihr könnt aber verwenden, was ihr gerade zu Hause habt oder was euch besser schmeckt. Und so basteln wir unser Sandwich. Wir nehmen unser Weckerl und schneiden es in zwei Hälften. So, wir haben unsere zwei Hälften. Auf die untere Hälfte vom Sandwich geben wir nun etwas von den weich gedünsteten Zwiebeln. Ihr könnt ruhig ein bisschen mehr davon nehmen. So, das ist unsere Unterlage. Der nächste Schritt wäre das Hühnerfilet. Das Hühnerfilet habe ich hier schon vorbereitet und das wird mit einem schönen scharfen Messer in kleine, dünne Scheiben geschnitten. Das sollte reichen. So, wir haben das Huhn abgeschnitten. Das Huhn legen wir jetzt auf die Zwiebeln oben drauf. Den Senf spritzen wir einfach in einem Zickzackmuster auf den Deckel. So, der Deckel kommt oben drauf und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Glaubt mir, dieses Rezept wird euch umhauen. Huhn, Limette, Koriander, Chili schmeckt großartig. Es muss auch nicht unbedingt in Form eines Sandwiches verspeist werden. Ihr könnt gerne bei der nächsten Grillparty im Sommer jede Menge von diesem Huhn marinieren und dann einfach auf den Grill hauen. Schmeckt wirklich großartig und ich garantiere euch, eure Kinder werden euch die Füße küssen. So, zu guter Letzt baue ich natürlich auch für dieses Sandwich einen Namen. Wir sind zwar nicht in der Wachau, das macht aber nichts. Ich nenne mein Sandwich das Koriander aus dem Wiener Landl. Ich begrüße Reinhard Nowak, unser Stargast für heute. Ja, hallo, grüß Gott, morgen. Morgen, nein, ich weiß nicht, wann wird das ausgestrahlt? Ah, am Abend. Am Abend, okay, gut. Das ist immer noch mehr Aufhänger, nein, wurscht, das ist egal. Okay. Ja. Hast du so ein paar Kinderfotos von dir mitgebracht? Kinderfotos, ja, habe ich mitgebracht. Auf die Schnelle habe ich gestern schon. So, ja, also da haben wir, das ist im Urlaub in Senegalia am Strand. Mhm. Und das ist Fasching irgendwann mit... Ich will nur eins gucken, wie ist denn das jetzt? Das ist so ein ernster Cowboy. Ein ernster Cowboy? Beamten-Cowboy. Ja, ich war überhaupt, ich war ein total ernstes Kind. Also das war, nein, ich habe nicht viel Spaß gehabt in meiner Kindheit. Nein, Blödsinn, aber da ist das andere noch, das hat sich da versteckt. Das ist noch ganz alt, das ist in schwarz-weiß. Und wer bist du? Ich bin der Rechte, also der mit der Krawatte. Der ohne, also der ohne Rock, genau. Mit deiner Schwester wahrscheinlich. Ja. Ja, das ist meine Schwester. Also eine meiner Schwestern, die ältere, die Irene. Zwei Schwestern, ja. Und hast du wirklich nicht so viel Spaß gehabt in der Kindheit? Oder? Insgesamt gesehen war es eh eine relativ schöne Kindheit, aber es ist halt anders als heute gewesen. Also man hat zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel nicht so viel Liebe von meiner Mutter bekommen, wie ich vielleicht gern gehabt hätte, ja, oder Anerkennung. Ja. Ich war der Kleinste in der Klasse, ich habe Brünn gehabt, war der Schernklerte mit der Glasveranda und der Gartenzwerg und das habe ich mir halt nicht immer gefallen lassen. Ja. Und habe das halt kompensiert mit Deppertsein. Ja. Warst du eher ein Mutter- oder ein Papakind? Wahrscheinlich dann eher Papakind? Nein, das kann man so jetzt nicht sagen, weil der Papa eigentlich nie da war. Also der war... Also ein klassischer Vater dieser Generation. Der ist in der Früh in die Arbeit gegangen, meistens nur eine Stunde früher als normal, weil er vorher beim Brandweiner noch war, auf ein Stamperl. Und dann halt am Abend pünktlich um 7 Uhr zum Österreichbüt wieder daheim war. Also hat Überstunden gemacht, auch ja, keine Ahnung wo. Nein, und dadurch hat die Mama mehr oder weniger alles alleine gecheckt. Ja, wirklich wissen kann man es ja eh nicht, wie man es richtig macht. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wenn mich wer fragt, wie erziehst du deine Tochter, sage ich, ja, keine Ahnung, falsch wahrscheinlich. Ja, ich versuche es halt besser zu machen als meine Eltern mit mir oder meine Mutter. Und weiß ich aber auch nicht, vielleicht hat meine Mutter eh nicht so viel falsch gemacht. Also ein Vollboscher habe ich ja hoffentlich auch nicht. Also, ja, und man versucht halt, ich versuche halt mein Kind zu lieben und es als eigene Persönlichkeit zu sehen.
ihr natürlich nicht alles zu erlauben. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel, was ich ihr nicht erlauben würde. Halt einfach irgendwie ja, unhöflich zu sein oder anderen gegenüber einfach blöd. Aber das tut sie eh nicht, sie ist ja nur daheim. Im Kindergarten ist sie das bravste Kind, was es überhaupt gibt und zu Hause. Aber, und jetzt gerade im Moment versucht sie sowieso ihre Grenzen auszuloten. Jetzt ist im Moment wirklich teilweise unausstehlich, weil sie einfach überhaupt nicht folgt und nicht hört und da wäre ich natürlich dann schon auch etwas lauter und sage dann, okay, gut, dann fahre ich jetzt allein in den Kindergarten, kannst mit der Straßenbahn fahren, was dann weint. Ich versuche auch jetzt nicht alle Sachen zu kaufen, die sie haben will, ja, im Spielzeuggeschäft, und wieder zu sagen, du, ich habe jetzt auch nicht so viel Geld, kann mir auch nicht alles leisten, und wir müssen auch was essen und so. Aber das versteht sie halt nicht wirklich immer. Ja, also, wenn sie ja das mit Kaufen, das ist bei uns auch so ein Thema. Weil sie ist gar nicht einmal so. Also sie ist beim Einkaufen gehen und so das bravste Kind. Also wenn sie sagt, sie will das haben, sage ich so, nein, bitte gib's wieder zurück, und sie gibt es zurück. Ja, da bin ich eh froh, weil man kennt ja auch anderes. Ja. Aber ich kaufe ja immer so viel. Du bist die sich nicht zurückhalten kann. Oh Gott, das muss ich. Eigentlich so Sachen, die ich gerne als Kind haben, gehabt hätte oder so. Ja, aber das ist meine Frau auch, die kauft auch stehen. Was wir DVDs haben. Also das ist unglaublich. Wir haben, glaube ich, alle Kinderfilme, die es gibt, seitdem Kinderfilme produziert wurden. Von Michel aus Löhneberger, Pippi Langstrumpf zu Monster AG, das ist, die hat jeden Film. Ja. Also das hat auch jeden schon fünfmal gesehen? Naja, jeden nicht fünfmal, aber manche schon öfters natürlich. Also diese Barbie-Filme. Das ist eine harte Prüfung, das oder? Ist, ja, da hat es auch, da hat es alle, glaube ich. Die Phase geht auch vorbei. Ja. Obwohl, meine Frau, am Anfang eben, hat sie immer gesagt, nein, es kommt keine Barbie ins Haus. Ja, das geht aber nicht, oder? Das ist, wenn sie im Kindergarten dann, ja. Ich habe auch die Lüte recht genderneutral eigentlich erzogen. Sie hat neutrales Gewandern gehabt und neutrale Spielsachen, ja. Natürlich auch Mädchensachen, aber nicht nur. Und sobald, also seitdem sie im Kindergarten ist, es ist so furchtbar, alles muss rosa sein. Und Tütü haben alle, und Prinzessin und Prinze. Am Anfang habe ich auch noch im Fasching, habe ich das. Erster Fasching war sie Punkerin. Ja. Der ist noch gegangen, okay, ne? Das ist noch, aber dann jetzt, jetzt natürlich Punkerin, Piratin war sie. Und dann jetzt nur mehr Prinzessin ab 5. Oder Fee, genau. Ja. Also meine Tochter ist jetzt 8 und ihre Lieblingsfarbe ist mittlerweile schwarz. Ah, also es kann sich alles ändern. Ja, ja. Sie geht auch in Psychoanalyse. Nein. Wir wollen uns jetzt noch ein YouTube-Video anschauen und auch kurz besprechen, was ihr dazu sagt. Und zwar folgende Situation. Eine Mutter und ein Vater haben schon 3 Kinder und öffnen diesen, dass noch ein Geschwisterchen kommen wird. Die Reaktion der Kinder. We have a surprise for you. Mommy and Daddy have a surprise to tell you. What? Well, what would you think if we had another baby in our house? No, you're not having one. No, you're not pregnant. Yes, No, you're not. No, you're not. Yes, we're going to have another baby. No, you're not. You don't look like it. No, you're not. You're joking. I'm not joking. You're kidding. I'm telling you the truth. This is not a joke. Mommy and Daddy are going to have another baby. Tell me you're not. I don't want another baby. Well, you did want one until you started crying. Tell mom, little baby. Why are you so upset? Please tell me you're not. It has to be a joke. Daddy, tell her you're joking. It's for real. I don't want another baby. Oh my God. Daddy. Am I supposed to believe this? Congratulations, Mommy. I love you. You're not crying. You're supposed to be happy. Ja, also gratuliere. Das ist so ein Wahnsinn. Na gut, aber die sind ja wirklich arm, die zwei, bitte. Die haben eh gerade ein kleines Baby mit einem Jahr oder was, und dann sollen sie noch eins kriegen, noch eins, mit dem teilen wir müssen. Nein, mich bestärkt das in meiner Entscheidung, Gott sei Dank. Ja, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nur ein Kind und haben teilweise natürlich schlechtes Gewissen gehabt, ja, weil sie kein Geschwisterchen hat. Und alle immer sagen, Gottes Willen, das kannst du dem Kind nicht antun, das braucht ja eine Schwester oder ein Bruder, damit es ihn zum Spülen hat.
Und unlängst, vor ein paar Wochen, ist sie weinend zu uns gekommen und hat gesagt, wieso habe ich keine Schwester und keinen Bruder? Und meine Frau, na geh bitte. Und ist zu mir gekommen, na, was ist so, wir sind nicht da. Und ich sage, na bist du deppert. Nur weil es einmal kommt. Nur weil es einmal kommt, ja, das wird immer wieder vorkommen. Ja. Und da haben wir halt gesagt, ja, aber sei froh, du musst nicht teilen und wir haben die Liebe für dich ganz alleine und so. Und dann hat sie sich eh wieder beruhigt. Ja. Aber man sieht, das ist nicht immer so leibend für Kinder, da jetzt drei Geschwister zu haben. Aber das soll jeder machen, wie er glaubt. Also, bist du groß? Mir wär's vielleicht auch lieber gewesen, ich war la gewesen in meiner Kindheit. Obwohl meine Schwestern eh super sein. Ja. Nur falls zuschauen. Es ist ja leider wirklich nicht so, dass alle Geschwister sich immer ja, das so ist gut ja, das vertragen. Ist ja, das ist ja keine Grundvoraussetzung, dass sich Geschwister gut verstehen. Ja. Also, und das ist nicht immer so. Ne. Kann man ein Kind lieben, auch wenn es kein Genie ist? Was ist das für eine Frage? Das habe ich jetzt lange überlegt. Oder? Natürlich, ja. Also, ich gehe davon aus, dass mein Kind sowieso kein Genie ist. Ja. Obwohl, das ist ja eben oft so, dass Mütter, ja, also vor allem Mütter, ihre Kinder so hochjubeln. Und ihm sagen, ja, mein Kind war, was das schon alles kann, ja, also es kann schon das und das, ja, und dabei ist eben, sieht man was. Ja, ich war, ja, schau das an, und das kann schon Mama sagen, und das geht schon selbstständig aus Topferl, was aber eh ganz normal ist, ja, im Alter halt von zwei, dass dann schon Mama sagt oder wurscht irgendwo, oder früher schon, und ich meine, ja, Genie wäre es, wenn's mit zweieinhalb die Wäsche aufhängt, ja, oder Autoradio einbaut. Und das wäre ziemlich aber, genial. Das gibt's, da ja, oder bügelt oder so. Aber das gibt's ja nicht wirklich. Und im Prinzip ist ja, 0,1% oder was der Kinder sein Genie ist. Den Rest aber, muss man auch gern haben, ne? Ja, eben. Und also glaube ich nicht, dass ein Kind ein Genie sein muss, um es zu lieben. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Club der schönen Eltern. Das ist die Rubrik, wo wir ganz normale Eltern von der Straße zu Erziehungsfragen interviewen. Und diesmal stellen wir folgende Frage. Darf man Kinder von anderen Menschen unsympathisch finden? Haben Sie Kinder? Ja, ich habe eine Tochter, die 17 Jahre alt ist. Ja. Zwei. Einen 5-Jährigen und eine, die jetzt 1 wird nächstes Monat. Wie ist das passiert? Das war ein Hochzeitsnachtunfall. Der erste und die zweite war dann ein Wunschkind. Wie ist das passiert? War es jetzt die Geschichte mit der Biene und der Blume oder wie? Was ist das Coolste am Kinderhaben? Es ist ein neues Leben. Es ist ganz anders als vorher. Schwer zu beschreiben. Man muss selbst welche haben, um es zu wissen. Es ist so viel, ich könnte es gar nicht sagen, was jetzt das Coolste davon ist. Viel Freude, viel Spaß, ich lache mit meiner Tochter viel. Was ist das Anstrengendste? Es ist das meiste anstrengend, aber es ist es wert. Vielleicht, dass man die Zeit nicht mehr ganz so selber bestimmen kann. Nein. Nein, unsympathisch. Naja, wenn man, je nachdem, ob man sie kennt, besser kennt oder nicht kennt. Wenn man sie nicht gut kennt, sollte man sie nicht unsympathisch finden. Ja, das ist zwar politisch vielleicht nicht korrekt, aber ich glaube schon. Also es gibt ja auch Menschen die wir, und Erwachsene, die wir nicht sympathisch finden, da darf man auch ein Kind nicht sympathisch finden. Ja, doch, schon. Es ist wie mit allen Menschen. Ich weiß nicht, ob man es darf, es ist schwer zu vermeiden. Es ist schwer zu vermeiden. Seht ihr das? Darf man Kinder von anderen Menschen unsympathisch finden? Ja, aber man darf es halt nicht sagen. Also ich meine, ich bin mir sicher, dass es auch Leute gibt, die meine Tochter unsympathisch finden. Ich finde sie auch selbst manchmal unsympathisch. Also, nein, ich liebe sie über alles, aber ich meine, es gibt so, kennt man. Aber man soll es halt nicht unbedingt sagen. Also ich würde angefressen sein, wenn jetzt wer herkommt und sagt, dein Kind ist scheiße. Ja. Man kann schon sagen, du... Wenn ich zu Besuch wäre und meine Tochter würde sich total aufführen, ja, und dann sagen sie, du könntest vielleicht deine Tochter ein bisschen in Schacht halten, das ist in Ordnung. Mhm. Das darf man schon sagen, aber man sollte jetzt nicht unbedingt sagen, dein Kind ist unsympathisch. Finde ich.
Ja, natürlich darf man, und das hat sicher auch schon oft gegeben bei mir, dass ich ein Kind unsympathisch gefunden habe. Aber natürlich darf man das dem Kind gegenüber irgendwie nicht wirklich äußern oder auch spüren lassen, denke ich mal. Aber grundsätzlich sind Kinder natürlich Menschen wie alle anderen. Natürlich, ja. Sympathische und weniger sympathische. Und ja, mit denen hat man dann eh automatisch nicht so viel zu tun. Ja. Gut, dann hören wir uns jetzt an, was unsere Expertin Johanna Pelikan dazu sagt. Ich glaube, da muss man ziemlich differenzieren. Ich denke, dass man einerseits also wirklich irgendein Verhalten, das man unmöglich findet, da kann man schon auch sagen, bei mir zu Hause ist halt so. Also wir, keine Ahnung, mir das und das nicht zerstört. Oder frag mich bitte, bevor du das alle Sachen aus dem Kühlschrank ausräumst. Das ist einfach das so sowas. Andererseits vielleicht, wenn man eigentlich merkt, dass das Kind, diese Freunde meiner Tochter, das ist, die mögen sich, die haben eigentlich ein gutes Verhältnis, da gibt es irgendwie eine tolle Basis auf der Fantasieebene oder was die sonst miteinander dann machen. Und trotzdem gibt es irgendetwas, vielleicht auch so etwas komplett Schwieriges, wie dieses, mein Kind tut sich eigentlich in der Schule ein bisschen schwer und die spielt sich und gibt mich unglaublich an damit. Ja. Das ist etwas, wo man selber, glaube ich, als Eltern ein bisschen schluckt und wo es darum geht, selber damit umzugehen, ja, mit diesem Vergleich. Oder das eigene Kind ist sehr schüchtern und das ist so ein totaler Draufgänger. Ja. Also da ist einem eigentlich heimlich, dass das Kind nicht so sympathisch. Wenn man aber eigentlich das eine gute Beziehung ist, dann muss man das eher mit sich selber ausmachen. Ich wollte noch die letzte Frage. Was ist deine dunkle Seite? So nachgeworfen. Eine dunkle Seite. Glaubst du, dass ich das jetzt erzähle? Oder was? Ja. Früher habe ich gekifft, ja. Okay, gut, ja. Also ich meine nur... Das ist also aber auch keine dunkle Seite. Das hat ja jeder, oder? Das hat jeder irgendwann einmal, glaube ich. Also ich glaube, das darf man offen sagen. Ja, ich sage es auch in meinem jetzigen Kabarettprogramm, dass ich einmal Schwammerl genommen habe. Und das war ein fürchterliches Erlebnis. Und lustigerweise habe ich mit ein paar Leuten nach dem Programm darüber geredet und wo dann Leute gesagt haben, von denen ich es nicht erwartet habe, dass ich, ja, schon. Also so ältere Leute, ja. Und im Prinzip, ja, werden das wahrscheinlich wirklich viele Leute ausprobiert haben. Aber, ja, es interessiert mich mittlerweile nicht mehr. Also, abgeschlossen. Das ist, ja, und ich meine, ich bin ja, also wenn wir da jetzt schon bei einem ernsteren Thema sind, ich glaube nicht wirklich, dass es gut ist, wenn man es freigibt, weil es einfach für junge Leute und in der Persönlichkeit sind, das klingt jetzt deppert, aber es kann schon Psychosen auslösen. Ja. Und es ist nicht so ungefährlich. Ja. Und es wird halt bei uns, also ich weiß über Studien aus Australien, wo es halt legal ist, wo halt dann auch Studien gemacht werden. Bei uns gibt es ja keine wirklichen Studien, obwohl es jetzt ab und zu doch öfters durchdringt, dass es nicht so ungefährlich ist für die Psyche und dass halt manche dann halt hängen bleiben und noch schlimmer dann schizophren werden. Also ganz ungefährlich ist die Droge nicht. Ja. Und da braucht man jetzt gar nicht über Einstiegsdroge und dann noch kommen die härteren. An sich ist Dauerkiffen nicht gesund. Ja. Und das heißt, wenn deine Tochter kiffen würde? Würde ich. Ja, weiß ich nicht, wie ich würde sagen, ja, tu es nicht. Ja. Oder man probiert es aus und hört dann auf. Aber es ist natürlich schwer. Ich kenne es von mir. Das an, wie das Kind, glaube ich, auch. Den Zugang zu hart, ob das jetzt ein, oh Gott, ich muss die ganze Zeit kiffen, oder ob das jetzt mal einmal ein Ofen ist. Also ich meine, natürlich, als Mutter kann man nicht sagen, so, ja, rauch einen Ofen, ja, aber irgendwie so, wie der Zugang vom Kind dazu ist, das ist, glaube ich, wichtig. Wie viel Sorgen man sich machen muss. Aber ich glaube, dass alle Eltern, oder nicht alle, aber 90% der Eltern, wenn sie hören, dass ihr 14-, 15-jähriges Kind kifft, schon mal ein bisschen dann zu kauen hat. Ne? Ja, natürlich, also da würde ich natürlich schon alles dran setzen, auch jetzt was das Rauchen betrifft. Ja, weil ich habe bis vor 7 Jahren 3 Packel Zigaretten geraucht und ich weiß, wie scheiße das ist und wie schwer es ist, davon wegzukommen, ja, von dieser Sucht. Und trotzdem nicht aber, zu dick zu werden. Ja gut, das ist auch wieder dann harte Arbeit gewesen, die 20 Kilo, was ich zugenommen habe, jetzt halbwegs wieder wegzubekommen. Also 17 habe ich geschafft in 2 Jahren. Na gut, wir sind mit der Zeit zu Ende. Wir sind auch gegen's Rauchen. Und damit sage ich jetzt auch Baba. Schaut mal wieder vorbei auf familierock.com. Ist jetzt eingeblendet.
Und wir werden jetzt Sandwiches essen. Kemal, du bist schon präpariert und wir freuen uns auf Schwammerl-Sandwiches, hoffe ich. Findest du auch manchmal Kinder von anderen Menschen unsympathisch? Familie rockt TV wird erfrischt von Coca-Cola.